Ich heiße euch willkommen zu Let's Play Pokémon Blaue Edition. Das Pokémon-Franchise wird dieses Jahr schon 20 Jahre alt und zum 20-jährigen Jubiläum erscheinen die rote, blaue und gelbe Edition im eShop des Nintendo 3DS. Nun, erstmals erschien 1996 die Edition Rot und Grün in Japan und 1999 schwappte dann der Hype auch nach Europa. Und ich kann euch sagen, die Leute in meinem Alter werden es bestätigen, was war das damals für ein Hype? Jedes Kind auf dem Schulhof hat Pokémon gezockt und getauscht, sei es per Gameboy, Karten und die TV-Serie hat eh jeder geschaut. Also es war wirklich legendär, kaum zu vergleichen mit heute und manche Leute behaupten immer noch, ich würde in der ersten Generation festhängen. Nun, irgendwie schon. Es ist die Generation, mit der ich am meisten verbinde. Wir hatten schon Pokémon Gelb, aber das ist schon lange her und ich will es nochmal richtig schön machen mit euch. Die blaue Edition. Ja, ich werde euch auch Mew zeigen, wie man den bekommen kann. Und vielleicht auch noch mehr Cheats und Glitches, die allseits bekannten Missing No etc. pp. Ihr kennt das. Nun, viele fordern auch die typischen Challenges wie Nuzlocke oder Randomizer. Auch damit werden wir uns befassen. Kein Ding. Aber mit diesem Let's Play möchte ich euch einfach das Spiel näher bringen, wie es damals war. Und das hat das Pokémon-Franchise zum 20-jährigen Geburtstag verdient. Herrlichst. Ich freue mich wie ein Schnitzel drauf. Und ja, ich hoffe, ihr auch. Und seid gespannt, wie das Abenteuer ablaufen wird. Okay, blaue Edition. Sehr schön, sehr schön. Niemals vergessen, Rot und Grün sind wieder andere Sachen als Rot und Blau. Es gibt quasi zwei Pokémon-Rote Editionen. Eine, die der grünen Edition aus Japan entspricht und eine, die der roten der blauen Edition aus USA und Europa entspricht. Also das hier ist schon die Generation 1.2 von Pokémon. Also die allerersten Prototypen, wenn man so will, haben wir ja gar nicht bekommen in Europa. Deswegen heißen zum Beispiel die Remakes auf dem Game Boy Advance Feuerrot und Blattgrün, weil es einfach die allerersten Editionen war. Es gibt hier neue Sprites im Gegensatz zu Pokémon Grün, aber sonst halten sich die Änderungen ehrlich gesagt in Grenzen. Gut, es geht los. Pokémon Abenteuer, das erste. Hallo Professor Eich. Hallo, herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich, man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Für manche Leute sind Pokémon-Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Wie lautet dein Name? Blau, Gary, John. Ja, der Charakter, der Protagonist der ersten Generation ist eigentlich Rot. Deswegen trifft man auch in Pokémon Gold, Silber, Kristall am Ende den Trainer Rot. Der entspricht aber eher dem Trainer aus Pokémon Gelb, weil er einen Pikachu hat. Okay. Und weil er Bisasam, Shiggy und Lumanda bekommt. Ich bin... Passt das überhaupt hin? Nein, Let's Play Markus passt nicht hin. Und LP Markus auch nicht. Dann müssen wir leider Basic bleiben. Das tut mir leid, aber Retro-Style, supergeil. Das Ganze natürlich mit einem kleinen Filter, damit es nicht zu pixelig ist. Und mit Gameboy Color-Farben. Beziehungsweise Super Gameboy-Farben. Besser als Schwarz-Weiß, oder? Richtig, dein Name ist Markus. Dies ist mein Enkel. Von jeher wollt ihr einander übertrumpfen. Wie war doch gleich sein Name? Ja, verdammtes Alzheimer, was? Rot Ash Jack. Ja, es ist Gary, der wird auch vorgeschlagen als Gary, wenn man in Pokémon Rot spielt. So, wunderschön. Ich hatte damals alle Editionen einfach. Rot, gut, habe ich als erstes bekommen, aber zwei Tage später dann auch die blaue Edition, auch wenn die Unterschiede gegen Null gehen, aber das wussten meine Eltern damals zum Glück nicht. Gary, stimmt, es lag mir auf der Zunge. Markus, eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Reise voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Ja, die Pokémon-Welt ist eine ziemlich komische Welt. Es gibt kaum Männer, nur Frauen, die zu Hause sitzen und man darf in jedes Haus reinlaufen und überall gucken. Ja, Alabaster sieht ein bisschen hell aus. Das bitte ich zu entschuldigen bei diesen Super Game Boy Farben. Markus spielt Super Nintendo. Ah, ich erkenne mich wieder. Okay, die Reise kann beginnen. Ah, ich habe auch so viele. Das ganze Kiosk war immer voll mit irgendwelchen inoffiziellen Pokémon-Heften. Alles Mögliche. Das war damals so krass bei dem Hype. Ich nehme den Trank erstmal mit, aber ob ich ihn brauche, wage ich zu bezweifeln. So, ja, ja. Okay. Man hatte auch nicht viele Knöpfe damals auf dem Game Boy. So, das scheint meine Mutter in diesem Spiel zu sein. Richtig. Irgendwann gehen alle Jungen fort, um ein Abenteuer zu erleben. Professor Eich von nebenan hat nach dir gefragt. Der wohnt nicht nebenan, ne? Überhaupt, Alabastia. Es ist keine Stadt. Es ist ein Dorf, aber trotzdem, es stehen nur drei
Häuser in diesem Dorf. Okay, gucken wir uns erstmal um. Ich weiß natürlich, was zu tun ist, aber trotzdem. Haus von Gary. Nicht von seinen Eltern oder so, nein, von Gary. Und das ist seine Schwester. Hallo Markus, Gary wartet in Opas Labor. Das meiste, die meisten von euch werden sowieso kennen, aber wie das Ganze gestrickt wird, tja, mal sehen. Außerdem möchte ich den jüngeren Generationen von euch erstmal zeigen, wie das Game funktioniert. Vielleicht gibt es wirklich einige, die erste Generation nicht gespielt haben und vielleicht auch zum Anlass des Jubiläums jetzt vielleicht im eShop sich eine der alten Editionen geholt haben und können parallel mitspielen oder einfach mal so gucken. Und mir macht es jede Menge Spaß und ich hoffe, das merkt man auch. Eine große Karte, sie ist nützlich. Die können wir auch hier uns angucken. Eine Karte! Das ist die Kanto-Region. War damals noch unwichtig, es Kanto zu nennen, weil es nur eine Region gab. Das war die Pokémon-Welt. Alles klar, die Schilder brauche ich jetzt wirklich nicht lesen. Auch ich ziehe Pokémon auf. Wenn sie stark sind, können sie mich beschützen. Sind sie aber nicht. Und du? Die Technik heutzutage ist unglaublich. Man kann sogar Items und Pokémon via PC lagern und wieder abrufen. Der Dicke hier, der steht in jeder Edition im Heimatdorf und erzählt von der neuesten Technik oder ein anderer Dicker. Und hier ist das Labor von Professor Eich. Er ist leider nicht da, aber dafür Rivale Gary. Hallo Markus, Opa ist gerade nicht da. Starter-Pokémon, sie enthalten Pokémon. So. Ich bin Professor Eichs Gehilfe. Ich studiere mit ihm die Pokémon. Ich bin Professor Eichs Gehilfe und ich labe genau dasselbe wie der andere rechts. Professor Eich ist für Pokémon eine Kapazität und der Pokémon-Trainer genießt ein sehr hohes Ansehen. Ja, ich muss sagen, auch der Professor überhaupt, weil er auch in den anderen Editionen gerne mal auftritt. So, wir gehen ins hohe Gras und dürfen nicht. Warte, geh nicht raus. Wo hast du die ganze Zeit, hast du gespannt? Bei der Mutter? Oder wie ist das? Draußen ist es gefährlich. Wilde Pokémon leben im hohen Gras. Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. Ja, alter Mann. Ah, ich muss sagen, Alabaster sieht wirklich nicht gut aus. Sehr grelle, helle Farben. Aber das ändert sich von Stadt zu Stadt. Opa, ich will nicht länger warten. Gary, lass mich nachdenken. Ah, richtig. Ihr solltet ja zu mir kommen. Wartet einen Moment. Hier, Markus. Dort liegen drei Pokémon. Sie befinden sich in den Pokébällen. In meiner Jugend war ich ein engagierter Pokémon-Trainer. Jetzt, da ich alt bin, habe ich nur drei Pokémon übrig. Aber ich gebe dir eines ab. Wähle. Halt, Opa, und was ist mit mir? Hab ein wenig Geduld, Gary. Auch du sollst eines bekommen. Das ist richtig. Die Starter-Pokémon, jeder kennt's, jeder wird's wissen, Bisasam-Plumander Shigi. Die schwerste Entscheidung der Kindheit. Aber ich habe mir natürlich im Vorfeld viele Gedanken gemacht. Also, welchen werten sie alle schon? Das ist ja schon mal Fakt. Ich versuche immer, keine Teammitglieder doppelt ins Team zu nehmen. Das heißt, überleg mal, Pokémon Gelb konnten wir alle Starter bekommen und ich hatte doch alle bekommen, habe alle im Team gehabt. Also schon mal das. Dann hatten wir Let's Play Pokémon Feuerrot, da hatten wir Tlumanda. Let's Play Pokémon Blattgrün, da hatten wir Shigi. Und was mit Bisasam? Den hatten wir in Let's Play Pokémon Y. Also alle schon mal gehabt. Aber Bisasam hat uns nicht durch die Kanto-Region begleitet. Außerdem Shigi hatten wir in Super Mystery Dungeon. Nun, ich würde deswegen für Bisasam plädieren. Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, vielleicht keinen der Starter ins Team zu nehmen. Aber irgendwie mache ich das dann doch ungern. Dieses Pokémon bevorzugt heiße Lebensräume. Bei Regen dampft die Schwanzspitze von Tlumanda. Ist das so? Nein. Und hier hätten wir Shigi, die Minikröte. Nach der Geburt bildet sich auf Shigis Rücken ein Panzer. Es attackiert mit Sprühschaum. Herrlich, herrlich, herrlich. War auch mein allererstes Pokémon damals. Aber ich mag Bisasam genauso. Dieses Pokémon trägt von Geburt an einen Samen auf dem Rücken, der mit ihm keimt und wächst. Ich möchte Bisasam. Dieses Pokémon ist wirklich energiegeladen. Markus erhält Bisasam. So läuft's ab, Freunde. Dann nimmt er natürlich Tlumanda. Auch, wie jeder weiß es, der Rivale nimmt immer das Pokémon. Obwohl es in neueren Generationen ja immer zwei Freunde gibt, sag ich mal. Rivalen wäre da zu viel gesagt, aber hier ist natürlich so, dass der Rivale immer das Pokémon nimmt, was einem überlegen wäre. Bringt denn aber trotzdem nichts.
Warte, Markus, lass uns unsere Pokémon testen. Komm schon, ich fordere dich heraus. Der erste Kampf direkt in Professor Eichs Labor. Ach ja, ich find's auch schade, dass diese Animation oder diese Bilder von den eigenen Pokémon, die blieben übrigens dieselben in Pokémon Grün und Blau. Ja, hier, das sieht immer noch pixeliger aus. Das finde ich ein bisschen schade. Gerade hier bei dem Trainer, das ist ja der Rucksack. Ich habe immer gedacht, das wäre der Hintern. Ich dachte, der hat so einen richtig pummeligen Hintern, weil der auch in seinem NPC, wenn er rumläuft, so abgestutzt aussieht. Dabei ist der Rucksack. Egal. Einmal Heuler und dann tackeln. Dasselbe dachte sich auch Lumanda, der anscheinend die höheren Initiativwerte hat. So, ihr seht, im Kampf sieht es schon ein bisschen netter aus als draußen. Ja, der hat ja hier was Tolles veranstaltet. Ja, ist klar! Was ist los? Das Let's Play steht unter einem schlechten Stern. Ach, komm schon. Ich sag euch was. Der Kampf hier, ich würde den echt verlieren, obwohl ich jetzt nicht viel dafür kann. Der hat ja nur Volltreffer auf Lager. Ich kann da nicht viel dafür. Ja, einmal musst du noch... Ja, der heult und heult, dass mein Angriff runtergeht. Ich wollte es ja nur einmal machen. Ist das dein Ernst? Gut, Angriff ist die beste Verteidigung, aber... Der hat meinen Angriff gleich komplett runtergeschraubt. Und setzt erstmal zwei Volltreffer. Weißt du? Wird sein Angriff auch niedriger gemacht, da er nicht viel ausrichten kann. Jetzt gilt allerdings... Ja. Hätte er noch einen Volltreffer, dann hätte es schlimm ausgesehen. Außer gegen meine Attacke erstmal zweimal daneben. Das war wirklich so viel Pech, wie man es eigentlich selten in diesem ersten Kampf hat. Ich muss sogar meinen Trank benutzen. Hart. Ehrlich. Normalerweise echt ein Klacks, den ersten Kampf zu gewinnen. Viele spammen auch einfach den Angriff. Klar, ich auch. Ich dachte mir halt, mach am Anfang erstmal einen Heuler. Ein Heuler. Egal. So kriegen wir ihn auf jeden Fall. Er wird noch öfter Heuler einsetzen, obwohl es jetzt nichts mehr bringt. Und er hat uns einen langen, qualvollen Kampf beschert. Aber das ist halt so typisch Pokémon. Es kann immer alles passieren. Wobei das echt lame ist. Nochmal ein Volltreffer. Ist das dein Ernst? Danke, dass ich auch mal einen hab! So, tschüss. Wir werden uns wiedersehen. I see you in my dreams. In my nightmares. Was unmöglich, ich hab mir das falsche Pokémon ausgesucht. Hättest du mit Shigi gegen mich antreten können. Wobei das da natürlich noch keinen Unterschied macht, weil die noch keine elementbezogenen oder typenbezogenen Attacken drauf haben. Okay, ich werde meine Pokémon trainieren. Warum redst du in der Mehrzahl? Damit sie stärker werden. Markus, Opa, wir sehen uns später. Das befürchte ich auch. Okay. Markus, wenn du dein Pokémon kämpfen lässt, wird es stärker. Echt? Dafür hast du studiert? Dafür hast du studiert? Ist auch wieder geheilt. Schön. Wir können mal ganz kurz gucken. Ja, Items habe ich jetzt keine mehr. Das sind die Trainer, die Arena-Leiter, die es zu bezwingen gilt. Und ein bisschen Kohle habe ich sogar in der Tat auch. Texttempo haben wir alle schon eingestellt. Also in der ersten Generation gibt es nicht so viel Zeugs. Der schlimmste Nachteil gegenüber den neueren Spielen, schon im Vergleich zur zweiten Generation, ist der Beutel. Also da bin ich echt schlimm gebeutelt, möchte ich meinen. Ah, Route 1 sieht schon viel schöner aus. Der Beutel ist echt eine Qual. Also wir können nicht einfach Sachen nehmen. Wir müssen auch immer mal haushalten, weil wir auch keine Bereiche haben, sondern der Beutel, ihr werdet sehen. So, Level 4 Radfratz, das ist schön. Gib mir deine EP. Soll ich die Grundlagen erklären? Ja? Wenn du ein Pokémon besiegst, bekommst du EP. Leider sieht man auch das in der ersten Generation nicht. Da fand ich eine gelungene Neuerung in der zweiten, dass man unten noch diese blaue Leiste hatte, die einem anzeigt, wann man ein Level-Up erreicht. Hier in der ersten Gen kann man das nachschauen mit, wenn man Pokémon auswählt, auf Status. Und Egelsam, damit kann Rocco schon mal kommen. Und du so? Hi, ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt. Wir verkaufen viele praktische Dinge. Du findest unseren Laden in Vatania City. Am besten gebe ich dir ein Werbegeschenk. Hier, bitte. Danke für den Trank. Da sage ich vielen Dank. So. Route 1. Einzigartiger Soundtrack.
Siehst du die Stufen hier? Du kannst nicht hinaufklettern dafür, aber herunterspringen, so kommst du viel schneller nach Alabastia zurück. Also ich habe jetzt erstmal die Nachteile der ersten Generation im Vergleich zu den neueren aufgezählt, aber ihr dürft euch nie vergessen, die haben alles aus dem Nichts gezaubert. Das ganze Kampfsystem, alles aus dem Nichts quasi. Und das ist aller Ehren wert, finde ich. Na, das tut jetzt natürlich weh. Weil Windstoß ist, glaube ich, Typ normal, ne? Das war ja der Witz dahinter. So, passt. Wird kein Level 8 geben, aber das nächste Mal dann. So, und diese 2 cm konnte Professor Eich nicht selbst gehen? Nein. Dann gehen wir erstmal ins Pokémon Center. Hier heilen wir unsere Pokémon. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Sollen wir deine Pokémon heilen? Okay, wir benötigen deine Pokémon. Alle reden in der Mehrzahl. Alles klar. Freunde, es ist halt alles basic. Ich erkläre euch jetzt noch die Anfänge und die meisten werden die Augen verdrehen. Aber ihr wisst, ich mache das jetzt vollständigkeitshalber und schon bald werden wir uns dem Ernst des Lebens widmen. Im Pokémon Center, die Leute haben meistens nichts Interessantes zu erzählen, außer einem Carpador-Händler. Möchtest du etwas über die 2 Raupen-Pokémon erfahren? Oh, unbedingt! Unbedingt! Raupi ist nicht giftig, aber Hornliu, achte auf seinen Giftstachel. So, Pokémon Supermarkt. Hey, kommst du aus Alabastia? Professor Eich schickt dich, oder? Seine Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Markus erhält Eichs Paket. Claro, clarissimo. Na gut, mit den ganzen unnötigen NPCs werde ich jetzt wirklich nicht reden. Ich sag mal so. Vor allen Dingen hier weiß ich, mit welchen NPCs ich reden muss und mit welchen nicht. Und ehrlich gesagt musste man in der ersten Gen mit kaum einen reden. Das ist auch ein Nachteil, weil ich Pokémon Gold Silber schon vor dem deutschen Release gezockt habe. Auf Japanese. In der Tat, ja. Und da wusste ich einfach nicht mit der Shigikanne, weil ich einfach mit den unnötigen Leuten nicht geredet habe in meinen Augen. So, Eichs Paket. Wir machen den Postboten. Hier, bitte. Und also schreiben Sie hier, hier und hier. Hallo Markus, wie geht es dem Pokémon? Scheint dich sehr zu mögen. Du musst als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Du hast etwas für mich. Markus übergibt sich über Professor Eich. Ah, auf diesen Spezial-Pokémon warte ich schon lange. Vielen Dank. Opa! Der schon wieder. Warum hast... Nee. Warum hast du mich hierher bestellt? Ach ja, ich habe eine große Aufgabe für euch. Auf dem Tisch dort seht ihr eine Erfindung von mir, den Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Markus, Gary, diese beiden sind für euch. Markus erhält einen Pokédex von Professor Eich. Oh yeah. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt. Das war immer mein Traum, aber ich bin zu alt, ich schaffe es nicht mehr. Also bitte ich euch, meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf den Weg, Jungs. Dies ist eines der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Pokémon. Alles klar, Opa, überlass es ruhig mir. Markus, es tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Ich hab's, ich leih mir von meiner Schwester eine Karte und dir soll sie keine geben, Markus. Verstehe voll und ganz. Ja, davon abgesehen, dass der Pokédex da nur ein Buch war und alle Pokémon der Welt, naja, wie viele sind's? 1000 plus? Man weiß es einfach noch nicht, ne? Professor Eich denkt, es sind 151. Nein, er denkt, es sind 150. Gesehen haben wir Bisasam. Ja, und das war natürlich auch, also heutzutage die neuen Editionen, die Kinder von heute, die sammeln nicht mehr alle Pokémon, ne? Wer macht schon das noch, alle Pokémon zu sammeln? Das geht zu weit! Aber damals haben wir das gemacht, das war das ultimative Ziel. Opa hat dich mal im Botengang gebeten. Hier, das wird dir weiterhelfen. Markus erhält eine Karte. Ich hab sie doch bekommen, Gary. Deine Schwester ist halt doch nett zu mir. Ja. Okay, ja, ich weiß noch, auf dem Schulhof damals, wie der Erste angegeben hat mit allen 150 Pokémon im Pokédex. Und ich war der Erste mit 151 Pokémon. Ja, ich habe mir dieses Schummelmodul Exploder gekauft. Mit dem konnte man dann eben auch jedes Pokémon erscheinen lassen. Auch Mew. Und da war ich wirklich der Held.
Weil Mew, man wusste einfach jahrelang Ewigkeiten nicht, wie man ihn bekommt. Man sollte ihn normalerweise nicht bekommen, aber dazu werde ich euch noch mehr erzählen zu gegebener Zeit. Man kann ihn aber bekommen. Es gibt wirklich eine Möglichkeit. Und ich werde es natürlich nicht unversucht lassen. Ich werde mich mit euch darum kümmern. Da mal keine Bedenken. Ja, da sind wir also in Vatania City. Im nächsten Part werde ich schon wahrscheinlich, glaube ich, mein zweites Pokémon, mein Team-Pokémon fangen. Oha, wird er ein Raupi oder Hornlio ins Team nehmen? Seid gespannt. Nein, es ist etwas ganz anderes. Ich glaube es zumindest. Das war's für den ersten Part. Ich weiß, ihr kennt das. Es ist gut, aber ich freue mich drauf und ich freue mich, wenn ihr auch Spaß dran habt. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ist der Daumen oben, werde ich euch loben. Ich freue mich auf den nächsten Part Pokémon Blau. Bis dann und ciao!